So, ah, das Stream geht online. Haben wir uns gerade mal selbst gehört. Aber, der Stream sollte heute hoffentlich nicht abkacken. Sagen wir mal so. Für die Leute, die jetzt gerade mal rennende Benachrichtigungen kommen. Zum Beispiel der Bert ist schon da. Guten Abend, Bert. Die sehen auf dem Bild hier die Störanfälligkeit oder die Störungen der letzten 24 Stunden auf Twitch Connected. von Europa. Und da seht ihr, wie Channel nervig switched. das gerade aussieht. Und wo die meisten Top priority granted. ja, Probleme auftreten oder aufgetreten sind. Also ich habe jetzt den Server gewechselt nach Schweden, nach Stockholm, hier hin, weil hier gar keine Probleme sind. Ich hoffe, das geht jetzt so, weil Frankreich wollte ich nicht schon wieder, weil da der letzte Stream ja auch ein bisschen Leggy war. Niederlande kann ich nahe halb so nehmen, England kann ich überhaupt nicht nehmen. Und in die Staaten, wenn ich dahin gehe, gehe raus. Wenn ich in die Staaten möchte, da sieht man dann auch so, New York, da wo ein Server ist, das einer, San Francisco. Und da sind auch Probleme. Deswegen habe ich jetzt hier mal Stockholm genommen. Und da es eh kaum mehr Server gibt, ist es kein Wunder, aber Deutschland sticht hier eindeutig raus. Hier auf der ganzen Karte. Nix. Deutschland ist der gelbste. So. Also, da haben wir schon mal das eine Ding geklärt. Und jetzt geht es nämlich zum eigentlichen. Wir wollten wieder City Skyline spielen als 600 Abonnenten. Spezial, was kurzfristig kommt. Der Löwe ist. Kevin der Löwe. Ich überlege gerade, guten Tag. Woher ich den Namen aus dem Zusammenhang kenne. Ja, spielen wir erstmal normal eine Runde. Sollte ja reichen und ich mache den Sound auch gleich nochmal leiser von der Musik. Die wird gleich wieder extrem laut sein, so schätze ich mal. Jens, bist du das? Glaube, Jens ist mal dabei. Job LP. Weiß nicht, ob das Jens ist. So. Das wollten wir machen. Genau, hier hatten wir ja unseren Staudamm gestern gebaut. Unseren extrem stromreichen Staudamm, der unsere Kloaken hier aufhängt und nicht ins Hafenbecken leitet. Und hier sieht man eine Hauswand. Ja, was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Wir wollten, glaube ich, Stromausfall. Ah ja, wir haben hier die Leitung gekappt beim letzten Mal, weil wir da noch nicht fertig waren. Und was wir gemacht haben, für die Leute, die auch gestern nicht da waren, wir haben Kolossus gebaut. Also Kolossus V1-2 haben wir hier gebaut. Das ist, ich spoiler dann ja richtig schon. Wer ist das denn? So, ihr seht es jedenfalls hier schon mal so ein bisschen, was es sein soll. Ich will das gerne mal auf eine Fläche zeigen. So, genau so sieht das ganze Ding in Wirklichkeit aus. Es ist wirklich gigantisch geworden, weil es hat halt die Funktion, dass man drauf und abfahren kann in alle Richtungen und sowas. Ah ja, ihr seht das Spiel gar nicht. Ha, hat er noch nicht umgeschaltet. Schade.
Ja, okay, ich schalte um. So, dann habe ich auch gar nicht so viel gespoilert. Guten Tag, Mr. Fierce. So. Jedenfalls haben wir hier ein Megakonstrukt gebaut. Gestern so nach dem Stream, da wo ich dann mal so ein bisschen dachte, ja, machen wir mal so ein bisschen was mit der Community. Da haben wir dann halt dieses Kreuz gebaut. Das Ganze nennt sich Colossus V1-2. Könnt ihr euch auch im Workshop runterladen. Es ist freigestellt. Sucht einfach nach Dani Zwackt im Workshop von von City Skylines. Da findet ihr das Ganze und könnt es dann natürlich auch selber spielen. Das Ganze beinhaltet, ich kläre auf, links eine normale Straße, in der Mitte eine Autobahn, eine zweispurige Autobahn und rechts eine dicke Stadtstraße und rechts halt eine doppelspurige Straße und oben drüber führt auch eine Autobahn. Also ihr könnt von links nach rechts, ihr könnt in alle Richtungen so. Guten Abend, Mr. Bus- und Bahnfan. Mr. Fierce, sein Spielstand ist abgeschmiert, garantiert wegen dem Mod. Was? Das hört man immer ungern, wenn da wegen einem Mod der Spielstand abschmiert. Das höre ich auch immer selber ungern. Leider passiert mir das auch öfters. Ich wollte hier hinten erstmal die Stromleitung fixen. Die hatte ich nämlich gesehen, genau hier. Hier haben die nämlich alle keinen Strom. Hier müssen wir dann gucken, ob wir unten durchgehen können. Oh, das ist bereits überlagert. Bombe. Genau, wir hatten dann hier noch. Ich hoffe, das reicht. Wir hatten dann hier noch die Brücke reingebaut für das jetzige Projekt. Das heißt, wir versuchen hier rüber zu kommen. Und am besten halt noch. Das ist auch ein Dings. Und halt versuchen mit dem Ganzen hier so die Straßen so ein bisschen zu entlasten, beziehungsweise mehr Leute reinzukriegen. Dafür haben wir diesen komischen Kreiselausgangsdings gebaut. Guten Abend, Maxi Gang. Wer hat denn Sekt zur Feier des Tages? Ich hätte irgendwo zu viel im Schrank ein, garantiert, aber ich will mich ja hier nicht besaufen, nein. Was man halt machen könnte für diese Folge, hier ein gutes Kreuz bauen und dann mal schauen, wie das aussieht mit Aus- und Abfahrten. Auf- und Abfahrten, so. Denn das ist ja immer so eine Herausforderung, hier das zu bauen. Deswegen schauen wir einfach mal, ob wir das hier gut hinkriegen. Und ja, ich baue die Straße falsch rum. Da braucht ihr mir nicht hinweisen. Das ist mit Absicht. Denn man kann ja die Straßen auch invertieren, wenn man will. Wenn dann das Fenster so geht. So. Können wir hier nämlich erstmal bis dahin, dann kann man das hier reinbauen. Dann kann man auf jeden Fall erstmal da eine Abfahrt bauen. Dann kann man hier erstmal garantiert das machen. Geht dann hier rüber. Macht dann hier das ungefähre selbe. Man halt hier runter geht und dann hier irgendwie die Auffahrt baut. Okay, das sieht scheiße aus. Das gebe ich selber zu. Das bauen wir nochmal neu. So. Hier können wir nur aufs erste erstmal runter. So. Ach komm. Da willst du nicht. Dann machen wir hier vorher schon mal einen Abzweig. Nein.
nur noch da. Jetzt invertieren wir die ganze Autobahn einfach, indem man rechts drauf tippt. Jetzt haben wir hier schon mal zwei Seiten angeschlossen. Der Chaos LG ist auch da. Grüße aus dem Norden. Grüße zurück aus dem Norden. Grüße aus der Schweiz. Grüße in die Schweiz. Und Dankeschön, Maxi King, zu 600 Abonnenten. Eigentlich müsste ich schreiben 606 Abos. Aber nein, so einer bin ich ja nicht. Genau, wir hatten ja hier extra doppelt so hoch gebaut, weil wir hier das Problem hatten, dass wir hier die Straßen und die Eisenbahn hatten, die mehrmals miteinander gekreuzt haben. Und jetzt mal die Frage, leckt das bei euch jetzt irgendwie schon oder leckt das noch gar nicht so oder läuft alles einwandfrei? Denn wahrscheinlich haben es viele nicht mitgekriegt, ich habe den Twitch-Server gewechselt nach Skandinavien. Ihr fragt ihr, was? Ja, ich habe gewechselt den Server. Wie das jetzt ist. Und ich habe auch versucht, vorher zu gucken, auf welchen Servern es am besten nicht so störanfällig ist. Also ich kann euch gleich nochmal die Karte zeigen, wo ich das nachgeguckt habe. Da werdet ihr dann so einiges sehen. Da habe ich mir auch so, ups, was ist denn da passiert? Ja, komm, ich zeige euch das nochmal kurz. Grüße aus dem Westen. Dann Grüße in den Westen. Habe ich die Karte denn nicht mehr? Menschheitskinder, Störungen. Ich hatte das auch eben hier offen. Ja, dann gucken wir noch einmal kurz nach. Verschlossene Tabs. Störungen und Probleme. Genau. Das ist die richtige Seite. Hier, ihr seht's. Das ist die Twitch-Store-Karte, wo die meisten Leute Probleme haben und sowas. Und ja. Ihr seht, hier ist Deutschland mit dabei, so ganz klein. Und wir haben leider die größten Probleme hier. Versuchen wir mal ran. Will ich euch nämlich mal zeigen, so. Okay, so dicht wollte ich nicht ranzoomen. Ich wollte nur ein bisschen ranzoomen, nicht so ganz. Reicht das? Wo sind wir denn? Da. Hier, ungefähr da wohne ich. Und hier haben wir eine der größten Zonen, die störanfällig sind. Und hier haben wir jetzt den Server her. Aus Schweden. Stockholm, glaube ich, ist der. Und ja. Ostwestfalen. Wie? Euch geht ja heute ganz schön was ab. So. Genau. Was wollte ich denn jetzt machen? Wir wollten hier uns das angucken, ob wir das nicht noch ein bisschen besser machen können. Auch von der Auffahrt her. Hier hinten hatten wir jetzt ja alles angebunden, was erstmal wichtig ist. Genau, hier wird die Autobahn auch schon befahren. Dann ist die Frage, ziehen wir die Autobahn da durch? Also sinnvoll wär's, wenn wir abkürzen wollen. So viel kann ich schon mal sagen. Genau, hier fahren die Züge ganz normal. Das ist gut, hier fährt wahrscheinlich einer den Abzweig genau. Ich hoffe, die stauen sich jetzt hier nicht. Oder noch nicht und sollen sich auch nie wieder stauen. Denn nicht alle Züge haben die Berechtigung bekommen, da durchzufahren, sondern nur irgendwie hier, die da durchkommen. Aber die können ja alle drehen, also. Der Minden? Ja, Minden ist gar nicht so extrem weit von mir. Doch, es ist schon eine Strecke, aber halt auch nicht so extrem. Also ich glaube 170 Kilometer oder sowas maximal. Also es ist ganz easy.
Haben wir das erstmal alles. Rote Rosenstadt sagt mir gar nichts. So, hier läuft das ja. Genau. Hier hinten könnten wir eigentlich auch mal. Warte mal, was haben die denn hier für ein Problem? Hä? Ja. Nicht genug Verkaufsland. Oh, wir sollten auch mal wieder ein paar Industriezonen weiter ausbauen. Genau, hier hatten wir ja schon angefangen. Hierzu kommen dann nochmal ein paar Recyclinganlagen und sowas. Die hoffentlich hier alles ermöglichen, was gemacht werden soll. Und zwar der Dreck weg. So. Wollen wir das hier irgendwo dran klatschen, packen, bitte? Hallo? Ja? Hallo? Ich will das eigentlich auch nicht hier hinsetzen. Hat der eine Eisenbahn dran? Ich glaube, der hat eine Eisenbahn dran. Jetzt hat er es mich neugierig gemacht. Jetzt will ich gucken. Nee, das ist eine Straße. Ich dachte, da kommt jetzt sonst was. Boah, nice gemacht, Alter. Nice. Dann könnte man noch, wenn man es kann, da vorne auch noch einen Recyclinghof drauf klatschen. Jetzt hat man hier so einen ganzen Komplex. So, damit der Strom hier auch wandert. Geht das ja? Hier müssen wir dann nur irgendwie schauen, dass wir hier die Straße einmal rumgelegt bekommen. Da der das so haben wollte. Das finde ich cool, aber das hat er garantiert irgendwie gemacht. Achso, Lüneburg. Ist die Rote Rosenstadt. Na, dann wissen wir das jetzt auch. Hier rücken dann jetzt hoffentlich genug Müllfahrzeuge aus. 2 von 20. 2 von 6. Keine Ahnung, so bis 0, 1, irgendwie sowas. Und ich muss heute wieder noch Train Fever aufnehmen. Ich habe es nicht getan, dafür habe ich schon mal City Skylines aufgenommen. Und da dürfen sich die Leute über Colossus freuen. Wer gestern dabei war, weiß, was Colossus ist. Colossus darf sich morgen gefreut werden. Bauen wir das mal hoch hier. Dann haben wir nicht mehr die ganzen Probleme hier, weil die wollen, glaube ich, nach rechts alle. Genau. Wir machen das mal im Testlauf so, dass wir hier irgendwie oben drüber bauen. Und ja, wir bauen dann gleich alles hier oben drüber. Der Ort ist bereits belagert. Das heißt, das kommt auch nochmal weg. So. Kann man das nämlich noch einen Ducken gerade ziehen. Dann kommt die weg und die weg und die. Dann heißt es, wir müssen nach da, da, da. Und dann hier auch runter. Ja, es macht einige traurig. Habe ich auch schon kapiert. Wie darf man die nochmal neu bauen? Ja, hier sind wir auch schon in der Kurve gewesen. Das wollen wir aber noch nicht. Eine ganz normale Brücke hier haben. Keine extrem hohe oder sowas. Nee, ich wollte die ganz normale. So. Jetzt haben wir das hier. Ich weiß nicht, ob heute noch Minecraft gezockt wird, weil Minecraft im Moment ist nicht so gefragt.
wenn ich das so formulieren darf. Und deswegen weiß ich es noch nicht, ob es gezockt wird. Jedenfalls heute gezockt wird. So, wir machen das jetzt erstmal spontan wieder. Ach Menno, dann machen wir das spontan erstmal. Alte Straße, die Straße. Machen wir das doch erstmal so. Das würde gehen. Das würde so gehen. So, dann nochmal neu. Ja, ich gucke schräg auf meinen Monitor. Ich hab's kapiert. Beziehungsweise ich hab's verstanden. Weil hier immer diese Kurven und sowas extrem blöd sind, wenn man die nicht von oben sieht, beziehungsweise von links oder rechts sieht. So. Dann kann das jetzt mal weiterlaufen. So. Jetzt haben wir hier die Probleme erstmal nicht mehr. Bis hier die Fahrzeuge wegen den Zügen aufgehalten werden, außer hier und da. Aber das sollte ganz okay sein. Weil da fahren eh noch nicht so viele lang. Deswegen passt es eigentlich soweit. Was man jetzt nochmal gucken kann und könnte. Wie ginge das denn hier? Es geht auf jeden Fall da noch eine Abfahrt rein zu klatschen. Genau. Genau, der Autobulldozer ist aktiv. Das ist gut. So, eine Grundverschmutzung haben wir hier nicht. Es ist auch ganz gut, dass die hier einspringt. Aber hier oben kommt keiner hin. Dieser Ort ist bereits belegt. Wieso denn? So, dann machen wir das halt. So, Mensch. War doch gar nicht so schwer, wa? Nein. So. Braucht der dann noch da die Verbindung? Meinetwegen kann der dann auch noch da. Dann können wir meinetwegen hier. Oh ne, da wäre blöd. Dann machen wir das erstmal so. Wir können da einen Monat einziehen und dann brauchen wir mehr Industrie bzw. Gewerbe. So, aber die suchen hier alle Leute. Genau, das ist okay soweit. Was verbindet da die Gebäude? Wer jetzt halt wie Gelände? Es ist gut, wir hatten doch, genau hier hinten hatten wir doch noch ein bisschen Agrarwirtschaft. Die könnten wir eigentlich auch noch ausbauen. Dann haben wir hier auch einen Teil schon mal gedeckt. Ich hoffe, das Gebiet war auch noch so groß, dass wir das hier machen können. Oh ne. Vergrößern. So. Das sollte reichen. Der Müll hat eine Stromverbindung. Die verbinden sich darüber. Hier irgendwie. Über die, keine Ahnung, Stadt, Straßen. Also, da braucht man nichts machen. Neues Gebäude.
Ja, das war unseren. Nee, das war nicht der neue Bahnhof. Das ist der neue Bahnhof. Wir haben nämlich. Alter Schwede, sieht das lustig aus, wenn ich so gucke. Wir haben nämlich, oder ich habe nämlich einen neuen Bahnhof noch aus dem Workshop runtergeladen, den man hier irgendwie verwenden könnte. Wenn der will. Und der braucht ein Gleis. Ja, da hinten haben wir einen Bahnhof dran. Können wir ja hier theoretisch den reinbauen, wenn wir wollen. Genau. Was man jetzt noch mal machen könnte. Ich überlege gerade, ob das möglich ist, dass wir hier eine Ausfahrt noch reinbauen, aber das lohnt sich nicht, denn wir hier hinten, denn da hinten haben wir ja eine Verbindung, die es ermöglicht, hier in das Gebiet vorzudringen. Hier sollte man, glaube ich, Erze oder sowas haben, ne? Nee. Hier unten haben wir Erze. So. Machen wir das doch so. Das kann weg. Dann machen wir das erstmal so. Jetzt brauchen sie keine Leute mehr. Ey, wollen die mich trollen? Gebiet, genau, Wasser brauchen wir hier nicht mehr verlegen, weil wir es schon mal gemacht haben irgendwann. Irgendwann ist lang her. So. Dann können wir hier einfach auch bis dahin bauen. Nehmen dann meinetwegen hier noch einen Abzweig runter. Oder doch da. Bietet sich ja an. So. Nehmen wir die Straße. Passt eigentlich gar nicht. So. Dann machen wir dazu. Das so. Und dann das so hin. Dann können wir hier erstmal geschmeidig ein paar Viertel reinziehen. Okay, das war eben gerade blöd, was wir da gemacht haben. Man kann ja auch hier unten durchgehen eigentlich. Wenn das passt, genau. Das geht. Reißen wir das einfach weg. Oder machen das halt auch hier mit der Verbindung so. Dann das dahin und hier runter. Wir wollen ja so viel wie möglich hier schon mal vorbauen. Genau.
Hier können die rüberlaufen, das ist okay. Genau, die sollten, wenn sie keine Arbeiter haben, die Gebäude abreißen. Ja, dann läuft das auch wieder. 10 von 20, 5 von 6. Arbeitet ihr die wirklich oder tut er nur so? Wer verarbeitet die? Das ist gut. Genau wie der. Das ist Bombe. Das dauert noch, bis ich Geburtstag habe. Und zwar 5 Monate und 16 Tage. Die Leute, die es mit... Also die jetzt rechnen können, die wissen, wann ich Geburtstag habe. Wo hatten wir eben gerade eigentlich unsere eine Recycling-Ablage eingebaut? Ja, hier war das, meine ich, ne? Genau. 20 von 20 im Einsatz. Die stört das auch nicht, dass wir hier einen Recyclinghof haben. Auch mal cool. Aber die verarbeiten das auch schneller als sonst wo. Ja, was ist denn hier los? Die Krankenwagen stauen sich hier schon wieder. 127.000 Einwohner haben wir mittlerweile. Nicht schlecht, der Specht. 12 verfügbare. 3 überqualifizierte. Entschuldigung, aber dafür kann ich auch nichts, dass die so gut gebildet sind. Oh ja, Gott, ey. So. Wir können ja nochmal... Ja. Das kurz ändern. So, 0 zu 0. Wir hatten... Wo waren das jetzt? Ich muss jetzt durchsteigen. Da hatten wir kein Wasser. Kein Wasser gibt's nicht. So. Den kann man jetzt wieder laufen lassen. Den sollten wir hier auch normal bauen. Genau. Jetzt immer noch mal die Frage, bei wem läuft's jetzt nicht am Stream, bei wem läuft's? Mal so die kleine Fragerunde wieder, weil irgendwie habe ich noch keine Negativwirkungen gehört. Also das heißt, anscheinend läuft jetzt hier alles. Genau, jetzt ist die Abfahrt auch schneller wieder verlassen. Das ist Bombe. Oh, hier hatten wir auch noch ein ganzes... Hier hatten wir voll viele Sektoren, die wir noch nicht ausgebaut haben. Auch mal cool. Müllreserven, dann lassen wir die erstmal ausbrennen. Kann ich die irgendwie sagen? Dass sie das weiter verbrennen sollen? Ach komm. Tauschen die einfach aus gegen unseren schönen Recyclinghof, den wir hier haben.
Vielen Dank an Nata14058 fürs Followen und willkommen in der Twitch-Familie. Muss man ja immer freundlich sein und grüßen. Also, dann bauen wir da erstmal das auch hin. Jetzt nehmen wir hier. Ich schätze, Nata ist weiblich. So, also vom Namen her weiblich. So, nicht, dass er mich da jetzt falsch versteht, aber ja. So, Mac Ming ist auch dabei. Der Chaos ist glücklich. Und die Nata hat gefollowed. Ich weiß nicht, hat Twitch Alerts das denn jetzt hier übernommen? Nee, das ist das Falsche. Das ist genau, Twitch Alerts hat aktualisiert. Wird gleich angezeigt, hoffe ich. Dass sie, ja, Last Follower war. Und hier gehen wir jetzt ja auf grün, grün und nochmal grün. Also passt das. So, bitte Twitch. Nicht Twitch, sondern. Bitte den OBS aktualisiere. Dank Twitch Alerts. So. Aber es freut mich ja, dass alles läuft. Und zwar ohne Probleme. Ist echt gut. Bei mir ist bislang auch noch keine Meldung irgendwie gekommen, dass er abgeschmiert ist oder sowas. Das ist gut. Also finde ich jetzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es echt gut, dass mal keine Meldung bislang gekommen ist. Hier hatten wir doch irgendwo, genau, hier oben hatten wir noch eine Müllverbrennung. Die können wir abreißen. Dann lässt nämlich. Lassen die hier nämlich beide auf sich grüßen. Genau, da hatten wir auch keine. Hier auch nicht. Da auch nicht. So, dann könnte man noch, weil man cool ist, baut man da einfach noch einen Recyclinghof hinter. Oder hier. Was man eigentlich mal machen könnte, das wäre eigentlich die Idee. Das in der Einbahnstraße machen, dann müssen die nämlich hier durchfahren. Hehe. Ich bin gemein. Oder die Nata hat wieder unfollowed. Das kann natürlich auch sein. Und da ist auch einer dazugekommen. Ihr seht gerade Twitch Alerts. Hier. Der Stefan ist dabei. Willkommen. Der ist gerade in Serbien. So wie ich das mitkriege. Guten Tag, Stefan. Na, alles gut in Serbien? Yes, of course. Ja. Guckt. Nata hat wieder an. Nee, Nata ist drinne. Aber hier steht doch Nata gar nicht mehr drinne. Doch da, Nata ist drinne. Ich nehme alles zurück, was ich über Nata gesagt habe eben. Sie hat trotzdem gefollowed. Und der Steffen, falls ihr den nicht kennt, der ist einer, der hier die ganze Zeit aufpasst und mir den Test hier zur Verfügung stellt. So. Dann war doch hier erstmal noch so ein bisschen aus. X-Headstone X09. Ey, da hat sich auch einer so einen super Namen ausgedacht wie ich damals. Willkommen in der Twitch-Familie und danke fürs Followen. Jetzt, wieso, der hat sich auch so einen super Namen ausgedacht wie ich damals. Ich heiße nämlich eigentlich auf YouTube nicht Dani Zockt, sondern X-Info X09. Also, das ist ein bisschen bescheuert, aber er hat auch eine coole Sache an sich. So, hier das mit dem Ablaufen, das geht noch nicht so ganz, weil die alle auf die äußerste Spur fahren. Gut, der Bus hält sich da. Das ist gut. 0 von 23. Wieso ist denn da nichts in Einsatz? Ich verstehe das nicht. So. Hier könnten wir ja auch noch mal so ein bisschen ausbauen. Ja, schon mal vorbauen. Weitere Gewerbegebiete bzw. Industrien. Hinten machen wir gleich einfach an der Straße alles lang. Okay, Kevin der Löwe, ich wünsche dir was. Dankeschön fürs Einschalten und hau rein, ne? Und arbeite ja nicht zu lange. Oder mach das, was du machen sollst, nicht so lange. Oder machen musst, sagen wir so. Und Leute aus dem Urlaub, die sollten auch nicht so lange bleiben. So.
Wieso? Ich weiß nicht. Ich habe doch damit keinen genannt, ne? Urlaub soll man ja genießen. Ich bin ja so einer, der geht ja einem nur wieder auf die Nerven. So, dann haben wir da schon mal so ein bisschen vorgesorgt. An Gebieten namens Industrie. Dann machen wir jetzt hier einfach mal den Start. Mit den Vierteln hier. Oh, das ist ein Riesenviertel. Das heißt einfach mal, hier kommen wir so ein bisschen Wohngebiet rein. Ja, ich brauche da gleich Strom, das weiß ich auch schon. Beziehungsweise die sollten dann bald Strom brauchen. So, wo hatten wir denn hier eine Stromleitung, die nicht allzu weit weg war? So. Rasko ist auch da. Moinsen! So, liebe Stadt, baue jetzt hier aus. Also Autos fahren hier schon mal. Also so ein paar auf jeden Fall schon. Wie man so sehen kann, darf. Wir machen jetzt hier nochmal einen Abzweig raus. Genau wie da ein Abzweig raus. Dann können die Autos nämlich, die von hier oben kommen oder von hier kommen, direkt da runter. Hier fahren die eh hier runter, dann sind die am schnellsten da. Also dann entlasten wir eventuell somit auch nochmal so ein bisschen die Kreuze, die wir hier haben. Und eigentlich müsste das hier eine Einbahnstraße sein. Also nur einspurig und dann geht's los. Wie Verbindung zum Server fehlgeschlagen? Hä? Also eigentlich sollte das alles gehen, ne? Weil heute sind wir auf einem anderen Server, der nicht in Deutschland, der in Europa steht. War halt nicht in einem Video, wo man denkt. Achso, Verbindung zum TS. Keine Ahnung, was wenn TS was wie los falsch ist. Stefan und ich sind drauf. Rasko ist auch da. Moin, Rasko. Hey. Ach lol, Mann. Mikrofon ist bestimmt scheiße, aber. Geht. Also normalerweise sollte das auf die TS-IP draufgehen. Auf der ganz normalen. TS3. Ja, eigentlich muss es gehen. Vielleicht einfach mal updaten, falls du falschen oder eine veraltete Version hast. Kann ja sein, dass man mal eine veraltete Version hat und dann sich denkt, so ja, join ich mal. Und dann steht da irgendeine Fehlermeldung. Nee, der Draxco hat selber eine ältere Version und kann trotzdem rauf. Ja, okay, dann liegt das irgendwie an irgendwas anderem. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch. Oder vorletzte. Dass irgendwie noch nicht rauf und kann. Es kann gut möglich sein, aber ich muss sie erstmal lauter machen, damit die Leute dich verstehen. Ja, das ist mein scheiß Laptop-Mikrofon. Ich bin echt schön. So, Lautstärke ändern. So. Jetzt solltest du auch nochmal zu hören sein. Okay. So, Wasserproblem. Was? Wieso geht denn das Wasser nicht weiter bis als da? Warum geht das doch auch? Die Wasserpumpen sind fast am Anschlag. Das heißt, wir drehen einfach mal auf 100% erstmal hoch. Abfall, Verbrennung und Verwertung haben wir auch noch genug. Gehen die Pumpen eigentlich noch höher jetzt mal? Ne? Hab doch hier erst erhöht. Ich bin auch gleich wieder. Da ist die Schotter ab. Okay, Stefan. So, dann machen wir hier einfach. Das Internet berauschen. Das glaube ich dir. Okay, ich sollte nicht lachen, das kommt dann ein bisschen blöd. Aber ich glaube dir ja. So, dann haben wir zwei neue Kraft.
Netzwerke. Ich sollte auch einfach mal Play drücken. Dann soll das nämlich auch alles gehen, genau. Normalbetrieb, das ist Bombe. Genau, die laufen hier oben auch. Das ist auch cool. Das ist dann blöd, wenn du es hier gerade erst drauf gemacht hast. Und es nicht gehen sollte. So, wir bleiben jetzt mal kurz hier. Damit sich das Gebiet aufbaut. Ich danke erstmal noch Stefan, dass der da war. So, jetzt kann ich euch eigentlich alle mal fragen, weil jetzt können wir erstmal das wieder richtig hinschieben. Das fällt mir gerade so auf. Kann ich euch ja mal fragen, wie findet ihr das aktuell neue Design? So, weil vielleicht ist euch da schon mal ein bisschen was aufgefallen, dass da ein bisschen sich was geändert hat. Also, zieht ihr bitte auch noch mal eine ein? Bitte. Ich habe doch hier extra schon Gewerbegebiete freigegeben. Wenn jetzt ziehen sie erst da hinten ein, dann lache ich, Alter. So. Gerade mal mein PC angemacht. Das heißt, ich connecte mal kurz nochmal. Okay, bis gleich, Hasko. Ob ich am Samstag stream, vielleicht Samstagnacht. Oh, der war gemein. Weiß ich gar nicht. Ich weiß überhaupt noch nicht, wann ich streame, außer morgen jetzt generell. Also. So, was man auch nochmal machen könnte, damit man hier den anderen gegenüber fair bleibt. Hier eine zu steile Auffahrt bauen. Die eigentlich total Mist aussieht. So. Ey, es sieht gut aus. Dann haben wir da auch wenigstens den Transport weg. So, das ist Rasko. Ja, das bin ich. Genau, jetzt hat er auch seine normale Stimme wieder. Ja. Das ist doch ein bisschen angenehmer. Du kannst auch jetzt hosten. Also irgendwie geht das mit dem Hosten auf Twitch, ja. Dass du es jetzt auch machst. Achso, Mr. Fierce. Ja, ich könnte dich auch hosten, genau. Wenn du mir sagst, wann du streamst, eventuell. Da. Messages below, ich will runter. Genau. 12 bis 24 Uhr. 12 werde ich noch schlafen. Also, ich werde wahrscheinlich erst so gegen 3 oder 4 aufwachen. Wie heute. Also, wird sich da wohl kaum was dran ändern. Ah, die bauen endlich. Yay. Es wird endlich Zeit. Es wird Zeit. Yay. Alter. Wieso kann man die Stromleitung nicht auf. Was? Bereit, jederzeit. Alle bereit. Und Korb. Yay, Opkorb. Nein. So. Warum installierst du dir nicht den Mod mit den Verkehrslichtern, also mit den Ampeln, dass du die aus- und anschalten kannst in einzelnen Kreuzungen? Sowas gibt es? Ja, das ist richtig praktisch. Ich kenne ihn nicht! Deswegen bin ich gerade so ein bisschen überfragt gewesen. So. Aber das ist richtig gut, damit kann man echt gute Stauprobleme ab und zu lösen. Manchmal hilft es nicht, aber manchmal. Wie heißt denn der Traffic Light wahrscheinlich irgendwie? Ja, ich glaube Traffic oder nur Traffic Lights oder so ähnlich. Balance Mode. Kannst du Steuerung H drücken und dann kannst du das auswählen. So. Ich kann gleich mal gucken, wie er da heißt. Ich muss erstmal die Skyline starten.
Ich bin Schüler, ja, aber ich mache meist nachts bis 3 oder 4 durch. Schön, Und wir haben Traffic heißt Training. das auf jeden Fall nicht. Aber alter Schwede, das ist mal eine Kreuzung. Das ist mal ein Biest. Alter Schwede. Ja, krass. Hi Max! Wahrscheinlich dann irgendwas mit Lights oder sowas. Wieso man Der dieses. heißt Toggle Traffic Lights. Kann dir auch kurz die Toggle, 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 toggle. ID Vehicle-Toggle. schicken. Ah, gefunden, Traffic Lights damals. Von Krazi. Oder wie der heißt. Kraxia. Ja. Genau, dann haben wir den erstmal runtergeladen. Ich will auch mal meine Bewertung endlich sehen, was ich so habe im Workshop. Manu, ich kann das leider nicht sehen. Ja, bislang hat noch keiner bewertet oder es sind zu wenige, die bewertet haben. Nicht genug Bewertungen. Hast Änderungshinweis, denn du einer. alles im Workshop hochgeladen? Guck doch nach. Eine ist Colossus V1.2. Das haben wir gestern mit CZW heute Nacht gemacht, zusammen als Community. WZW das für morgen als Let's Play. Oder für das Let's Play. Also, wenn du fleißig zuguckst, kennst du vielleicht am Hafen dieses Gebiet, wo wir neu gebaut haben mit dem einen Bahnhof, da wo wir stecken geblieben sind. Kann Wo sein. die Autobahn zwischen dem Hafen und des neuen Gebietes war, da wo wir die zweispurige Straße irgendwie hochgelegt haben, ne? Ja. Da habe ich das jetzt gebaut dafür. Deswegen sieht das so schräg aus, Kolossus, an einer Stelle. Kann es auch nochmal zeigen. Ist das Kolossus? Ja, das ist Kolossus. Das ist wirklich riesig. Also da kann man nicht sagen, dass das irgendwie klein wäre. So. Ich weiß nicht, kann ich das hier einfach mal setzen? Warte mal, wir drehen das mal. Ja, das sieht schon groß aus. Das ist auch fucking riesig, Alter. Das hat unten einen Kreisel, wo du in alle Richtungen. Also du kannst wirklich von einer Straße auf die andere Straße irgendwie rüberkommen, ohne große Probleme. So, theoretisch könnten wir. Wir reißen hier unten mal ein Stück raus von der Autobahn. Dann können wir Kolossus mal hier unten einbauen. Dann spoilere ich extrem, aber okay. So, Gefälle zu steigen. Diese Fehlermeldung regt mich noch so ein bisschen auf. Weil manchmal geht das an Stellen, da wo du dir denkst, so, ja, schön, was habe ich jetzt geändert? So. Wie löst du eigentlich das Problem mit den ungebildeten Arbeitern und mit mehr Gebildeten? Brauchst du extra so Gebiete, wo wenig Schulen sind oder gar keine, oder? Nö. Ich löse das gar nicht. Ich lasse das lösen vom Automatic Bulldozer Mod. Ach so. Man soll sich ja helfen, ne? Ja. Also nein, ich kann das Problem selber nicht lösen. Normalerweise, ich habe es mal ausprobiert, ob das irgendwie geht, dass man die Leute nicht bildet, aber irgendwie bilden die sich dann doch. Ich habe gerade ein Riesengebiet ohne irgendwelche Schulen gebaut. Aber irgendwie hilft das auch nicht. Nee, es hilft irgendwie nichts, außer nichts zu machen. Du brauchst einfach so eine komplette Welt, wo nichts ist. Nee, das war die richtige Ja. Seite, das ist die falsche. So. Das war auch noch die falsche Seite, Mist. Ist auch noch. So. Hier siehst du dann einmal Kolossus in ausgebauter Form. Also, das ist wirklich für High-End-Traffic-Support. Und Also. verursacht auch keinen Stau Nein, oder? gar nichts. Das wundert mich. Nee. Also, ich habe den schon Stress laufen lassen, also Stresstest laufen lassen. Ich habe Ja. sogar. Warte, das kann ich jetzt eigentlich mal zeigen, weil ihr werdet. Es gucken eh nicht alle Leute zu, die jetzt morgen unbedingt das Video schauen werden. Deswegen können wir das einfach mal kurz laden. Da habe ich nämlich die Straßen vom Hafen umgebaut, sodass die alle über den Kolossus fahren müssen. Oder Oh, das größtenteils. funktioniert. Es läuft. Ohne Scheiß, es läuft. Ich dachte mir auch so zum Anfang. Ja, es könnte kritisch werden und Max sagte dann auch schon so, das wird garantiert zu irgendwelchen Staus kommen. Aber wir sehen ja hier habe ich die Strecke abgerissen, dieses alte Konstrukt, was wir da hatten.
und habe das hier mit auf Kolossus gehen lassen. Hier hatten wir hier nochmal die Autobahn und dann hier irgendwie so die Auffahrten. Alles geupdatet und es läuft einwandfrei. Ja. Also ohne Witz, es ist Bombe. Das sieht richtig heftig aus, also keine Frage. Ja, ich habe das von Dome gehört, Max. Das ist ein bisschen scheiße, aber ja, 3 Jahre alt, ne? Hi Enrico. Also das Ding hat nicht auch so 1,5 Stunden Konstruktionszeit gekostet. Sieht's auch aus. Also ja, wir mussten da halt viel experimentieren, wie das geht am besten. Also du siehst ja hier von oben auch selber die unteren Straßen, die den Kreis, also wenn du jetzt von den Seiten links und rechts auf die andere Seite willst, entweder fährst du halt auf die Autobahn drauf oder du fährst halt unten durch den Kreis direkt drüber. Es gibt da halt genug Varianten, die man fahren kann, ohne stecken zu bleiben. Ja. Und ich habe sogar mal an Fußgänger gedacht, dass die hier so einen Weg rüber haben. Das ist das erste Mal, dass ich das sinnvoll genutzt habe. Ich benutze das irgendwie gar nicht. Mir ist es nur einmal aufgefallen, jetzt im Stream, da wo dann auf einmal die Leute aus den Zügen ausgestiegen sind und dann rübergegangen sind. Ja, ich weiß, Max, Gigabyte. Aber da muss jeder selber wissen. Also ich mag die Marke auch nicht. MacMiggen hat das Ganze noch nicht gesehen gehabt. Ja, das kann gut sein. Also hier mussten wir dann wirklich so ein ganzes Stadtviertel abreißen. Es tat mir leid für die Einwohner. Wir haben irgendwie 1800 am Anfang direkt verloren. Soweit ich das Spiel gestartet habe. War einfach zu geil. Wie dann einfach alle Leute abgehauen sind und ich mir so dachte, Bombe, danke. Aber wir sind auch wieder über 100.000 Einwohner. Das sieht man ganz gut. Also, kann das auch meinetwegen erstmal so laufen lassen, aber halt der komplette Verkehr, sogar der von der Autobahn, läuft ja jetzt hier hinten rüber. Und das ist schon echt eine gute Sache. Jetzt muss man nur halt gucken, dass man irgendwie die Strecke noch besser hinkriegt, weil hier ja von Autobahn auf Straße geht. Und ja, okay, ich glaube, ich habe es hingekriegt. Das muss ich dann wohl in der nächsten Folge mal ändern. Aber die kommt dann erst wahrscheinlich Samstag oder sowas. Ja, Januar, Max. Echt derbe krass. Aber ich würde sagen, teils selber schuld. Ne? Aber okay. So. Da habt ihr schon mal so gesehen gehabt, wie das jetzt aussieht. Na klar, kann man jetzt hier gucken, ob man nicht die Auffahrten und sowas noch ändert. Aber wenn das mit STRG H dann gehen sollte, mit nach Neustart des Spiels, dann ist das echt gut. Also ich habe ja extra mehrspurige Auffahrten und Abfahrten genommen, weil das halt extrem schrecklich ist, wenn das sich hier staut. Und mit dem Traffic Lights Mod kann man das dann halt hier oben noch optimieren und alles. STRG T, Entschuldigung. Oder STRG C. Ist mir gerade so aufgefallen. T. STRG T. Naja, muss erst das Spiel neu starten. Ja, Enrico, von dem hat mir der Rasko eben schon erzählt gehabt. Ich habe mir den auch schon runtergeladen, aber ich habe das Spiel noch nicht neu gestartet, damit sich der Workshop da neu reinlädt. Also, ja, hier oben wäre das dann halt extrem gut, wenn man den dann einbaut. Das stimmt, aber so seht ihr halt schon mal, dass das extrem gut läuft. Und wir sehen ja hier jede Menge Verkehr eigentlich runterkommen erstmal. Und es läuft und läuft und läuft. Also, es gibt keine Probleme. Genau. Ah, sieht schon mal krass aus. So, aber da soll es ja nicht weitergehen. Ich verlasse das Spiel einfach mal und starte das Neue. Ja, Chaos hat einen AMD X2 4800, sagt mir nichts, mit 3 GB RAM. Was? CD Scanner 1 wieder starten. Nee, was Dominik hat, bei dem ist das Mainboard abgeschmort und somit dann auch der Prozessor. Da ist irgendwie was kaputt, aber das habe ich schon mal gesehen bei meinem Bruder. Da ist dasselbe Problem nicht gewesen, da ist irgendwie das Mainboard kaputt gewesen. Und kurze Zeit später war auch der Prozessor kaputt, beziehungsweise instant war der Prozessor kaputt. Geil. Ja, dachte ich mir auch so, ja, Bombe.
So, City Skylines wird gestartet. Wieso startet denn das nicht? Komm, mein los, Alter. Spiel. Ach Gott. Startet's. Bitte. Starte, starte, starte. Ja, es startet. Bei mir ja. So, also, nee. Ja, er musste wahrscheinlich sich das erstmal runterladen aus dem Steam Workshop. Damit das alles läuft. Und heute habe ich auch. Ihr dürft raten, was das ist. Und. Ihr dürft raten, was es ist. Ich habe mich gut eingedeckt. Für die Ostertage. So. Wir hatten hier unten auch irgendwo nochmal. Genau, hier hatten wir Colossus eingebaut. Steuerung T. Geht nicht. Aber wahrscheinlich muss ich ihn wieder aktivieren. Ja. Inhaltsverwaltung, Mods, Traffic Lights an. So, Spiel fortsetzen. Und dann halt auf die Kreuzung klicken. Und da hast du Glück gehabt, Chaos. Wollen wir das nochmal ausprobieren? So. Wo hatten wir jetzt Colossus hier? Steuerung T. Ah. So, dann haben wir nämlich das hier einwandfrei gebaut. Das heißt, hier staut sich dann noch nicht mehr. Hoffentlich. Das könnten wir jetzt eigentlich. Wo hatten wir denn? Hier ist das Hafengebiet, genau. Hier hatten wir auch eine Ampel. Probieren wir das doch einfach hier mal aus. Wir machen das jetzt einfach, es ist Nachtbetrieb, es ist kein Nachtbetrieb. Aber da können wir das auf jeden Fall erstmal ausschalten. Genau, da wird es nicht benötigt. Hier ist es noch angemessen. Aber das ist echt cool, dass es so einen Mod gibt. Nur Witz. Da bin ich dir auch schon wieder dankbar, dass du mir den gezeigt hast. Weil ich hätte ihn nicht gefunden. Es gibt so viele. Und im Moment ist der Thomas oder wie der heißt, einer der Führenden, die immer aktuelle Mods rausbringen, die eigentlich total unnütz sind. Zu 90%. Ja, guck doch mal in den Workshop. Was findest du denn da auf den Hauptseiten? Thomas. Was baut der? Der hat einen großen Teil Scheiße gebaut. Also, so. Dann probieren wir das hier auch nochmal aus. Und genau da. Dann sehen wir ja eigentlich, dass sich das hier auflösen sollte. So, erstmal ausblenden den Mod. Cool, der öffnet nur das Straßenmenü. So, dann sollte sich das hier auch langsam leeren. Hierfür könnte man eigentlich auch nochmal so ein Riesenkreuz bauen. Aber das wäre dann, glaube ich, schon wieder zu viel. So, wo hatten wir hier noch Verkehrsprobleme? Hier drüben. Hier machen wir dann auch einfach Steuerung T, Steuerung T. Dann laufen die hier besser. Ich sollte das, glaube ich, dann endlich öfters mehr nutzen. Und was schreibt er? Dass du einem Fahrzeug folgst oder in der Führerstand sitzt? Nein, ich habe nur irgendeinen anderen Mod, mit dem du auch vom Boden aus gucken kannst. Ja, aber mit dem kann man, glaube ich, auch in die Autos gehen, wenn du mal auf 1 klickst. Auf 1? 1 ja, drücke ich. Dann ist das so eine Kamera. Nein. Achso, warte, erstmal muss ich hier raustappen. So, Fahrzeug, dann 1, nee. Nein, also einfach auf 1 klicken, auf ein Fahrzeug und dann ist da vielleicht so eine Kamera. Nein. Also noch nicht in dieser Tab View. Nein, ich kann nur oben diesem Fahrzeug followen, mehr nicht. Achso. Dann. Ah, Bert hat nachgeguckt. Tomio heißt der Kerl. Gucke, schon wieder was gelernt, nicht Thomas. So. Genau, das sollte auch alles passen. Und in der Box sind keine Eier, Max. So, genau, das hatten wir auch. Oh, jetzt staut sich das hier. Okay, ich sollte vielleicht doch die Verbindung trennen. Das finde ich auch noch so nervig, dass die Züge, die außerhalb raus, also rausfahren aus der Map,
sich extrem stauen. Ohne zu despawnen. Das ist so traurig. Weil man denkt sich so, ja, ist ja gut alles. Und dann guckt man nach und dann geht es doch nicht. So, dann kappen wir das halt nochmal. Das ist scheiße, wenn das nicht läuft. So, nicht verbinden. Ich will das nur kurz davor ziehen. So, damit es wieder so aussieht, als ob die verbunden wären, obwohl sie es nicht sind. Genau, der fährt noch rüber, der despawnt. Der sollte auch noch despawnen und der andere fährt hier rüber. So. Aber wenn der Kamera, wenn es so einen Kameramod gibt, mit dem das echt gut geht, wäre das nämlich verdammte Geul. Wir können ja jetzt nochmal gucken. Wie heißt denn der? Wo, unter welcher Kategorie findet man den Kameramod an denn? Das wäre mal eine Frage. Unter welcher Kategorie? Komm, lade mal. Nightlight, also Nlight. Suchen wir doch mal nach dem. Rotes Rathaus. Und da findet man den denn am besten. Day on Nightlight. Walk Level. Walking at Street Level, aha. Sunshafts habe ich schon von ihm. Das wird mir. Was ist denn das hier? Wollen wir doch mal gucken. Okay, wo sind jetzt die großen Unterschiede? Unnötig. So, Citizen Tracker. Nö, das scheint auch nicht zu sein. Das ist irgendwas mit Cam, das hört sich interessant an. Ich glaube, das ist diese Cam, die ihr meint, ne? Doing that. Den Ampelmod habe ich von... Oh, scheiße, keine Ahnung. Kratz... Irgendwas genommen. Ich habe keine Ahnung, wie der Gerla ist. Ich schäme mich. Ich glaube, das wäre das mit dieser Grundperspektive von den Autos. Da sieht man, Autos schweben auch durch die Stadt. Schmeißen wir das einfach mal rein. Beim nächsten Neustart sollte das ja mit sein. Schaffen, also würden wir das... Ja, Kraxi, so heißt der. Okay, das ist er nicht, dann kann ich den eigentlich auch wieder rausschmeißen. Wie hieß der jetzt? Ground Level Kamera, den habe ich normal drin. Welchen Mod habe ich denn jetzt reingeschmissen noch? Doch irgendeinen Mod eben gerade noch reingeschmissen. Was mit Tracker? Genau, das ist der normale. Hä, welcher war denn das, den ich jetzt reingepackt habe? Ich glaube, ich muss dafür die Seite erstmal wieder aktualisieren. Ah, den da unten habe ich reingepackt. Wollen wir den nicht mehr? Was ist das? Ja, den wollen wir auch nicht. Wie kann der Mod denn heißen?
Da habt ihr mir einen Link geschickt, den ich mir kopieren muss, um das zu schauen. So. Zack, einfügen. Tonga V, Enter. Ah, First Person Camera, da haben wir ihn. So, dann schmeißen wir den doch erstmal rein. Wieso habe ich den denn eben nicht unter dem anderen Ding gefunden? Ich verstehe es nicht. Aber gut, dann haben wir ihn jetzt. So, dann können wir auch weitermachen. Jetzt braucht das halt, weil wir es noch nicht gedownloadet haben, das neue. Und wo müssen wir denn theoretisch nochmal die Ampeln ausschalten? Geht das auch für Züge? Dankeschön, Enrico BZWK, also Bernd. Bernd, nicht Bernd, Bernd. So, 0 von 23. Wieso sind hier keine Krankenwagen im Einsatz? Oh. Ja, okay, ich weiß wieso. Ich würde sagen, zu viele. Ja, ihr seid jetzt traurig, aber ihr habt ja hier immer noch zwei. Wie unnötig das ist einfach, dass die immer noch nicht den zweiten mitbenutzen. So, gucken, ob der dann irgendwie mal einen rausschickt oder sowas. 30 Patienten gehabt. 200. Ah nein, wir reduzieren die Krankenwagen nicht. Wir setzen die einfach wieder hoch. Auf 90 oder sowas. Sollte ja reichen. Genau. Hier staunen die sich nicht. Doch, hier haben wir ja noch die Ampel an. Hatten wir die denn jetzt abgeschaltet? Steuerung T. Ah, an Bahnübergängen kann man die nicht abschalten. Schade. Dann machen wir das da auch noch und das auch noch. Und dann wissen wir da, dass die hier erstmal rüberkommen ohne Probleme alle. Genau, das hängt jetzt nur noch am Bahnübergang vorne. Dann, ich sollte glaube ich die Autokarte wieder anmachen einfach. So, das haben wir jetzt ja geklärt. Hier vorne ist noch eine. Steuerung T, die kann weg. Dann, da hinten ist kein. Das auch nichts. Hier ist wieder der Bahnübergang. Obwohl, hier machen wir die auch nochmal aus. Obwohl da der Bahnübergang ist. Kurz dahinter. Hier. Hier ist aber der Zug. Hier ist ja allgemein die Zuglinie sogar dicht, Alter. Dann ist das kein Wunder, dass die hier stehen. So, machen wir aber das erstmal aus. Und die Autos halten. Das ist sehr gut. Die kommen hier gar nicht mehr weg, weil der Zugverkehr aber zu stark ist. Haha. Ich bin gemein. Ja. So, nee, dann machen wir die auch nochmal aus. Ein Problemchen weniger, genau, hier hat sich das schon gelockert. Hier ist es noch akzeptabel. War auch einfach mal aus und dann hier hinten. Machen wir die auch aus. Genau, hier ist es auch okay. Ich verstehe es nicht. Wieso fährt die Polizei diesen Schleichweg, wenn die eigentlich auch den schnellen Weg fahren kann? Das ist immer noch so eine Sache, da wo ich mich frage, wieso. So, hier hinten sieht das noch okay aus. Ja, hier hinten nicht so ganz. Steuerung T und Steuerung T. Dann verschwinden die hier erstmal. Das heißt, schnelles Abfahren.
Genau wie da. Wieso Lärm? Ach ne, kranke Bürger. Feuerwehrwache ist hier auch nicht zum Einsatz. Bauen wir hier nochmal ein kleines Krankenhaus, gucken, ob das irgendwie irgendeine Verwendung hat. Wir platzieren das sogar erstmal hier oben. Damit die wirklich am besten halt hier das alles abgreifen, was hier so an Kranken rumschwirrt. Und dann machen wir hier und meine Straße durch. Ja, ihr Schweine, ich weiß. So, Gefälle zu Stall. So, nee, das geht auch nicht. Das ginge noch. Das auch noch. Dann haben wir da erstmal für eine Auf- und Abfahrt gesorgt. Falls, Gott sei Dank. Wieso sind die denn hier standardmäßig aus? Weil die Straßen so klein sind? Aber wir sehen ja, in welche Richtung die alle wollen. Das heißt schon mal echt was Gutes. Die Feuerwehr rückt jetzt hier aus. Genau. Weil, wo brennt das Gebäude? Brennt das? Wo brennt denn das? Ah, hier vorne. Wieso haben sie da eben gehalten? Wieso breiten sich Brände eigentlich nicht aus? Das wäre auch mal eine Frage. Oh, der Zaun ist schön verfärbt. Die sieht echt witzig aus. Wir gehen mal runter in die Bodenperspektive. Sieht echt witzig aus, wenn hier so ein Traktor einfach mal durchfährt. Und wie das hier brennt. Also Hut ab vor den Entwicklern, die diese Fahrzeuge gemacht haben. Ey, da läuft einer durch den Zaun. Bombe. Ich finde auch die Details krass, wenn du mal so an einzelne Gebäude gehst. Da sind so leuchtende Werbeschilder oder so. Ja, oder hier Lampen an Unterständen. Dann irgendwelche Holzlager drin. Aber das Geilste ist das hier mit der Sonne. Mit dem Sonnenmod. Ohne Witz. Das finde ich so genial. Na, die habe ich auch drin. Ist einfach so geil. Vor allem, du siehst den ja auch so normal. Das ist richtig krass. So, Richtlinie haben wir hier noch irgendwas. Besteuerung. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Das heißt ja eigentlich nur, wir sperren LKWs aus, ne? Das könnte man eigentlich auch nochmal machen. Aber so Gebiet nehmen, so zack, LKW-Verbot und fertig. Und dann im Hafengebiet so nichts mehr los. Das wäre krass. Das wäre echt krass. Aber nein, das meine ich. Nein, das wäre zu gemein. Muss man ehrlich sagen. Oh, hier haben sich unsere Büro- und Industriegebäude schon herangewagt. 8 von 8 offene Stellen und trotzdem keine Arbeitslosen. Ja, sehr gut. Die sind fast voll. Ah, die haben noch genügend Zeit. Genau. Und wir hatten hier oben doch auch noch drei Recyclinganlagen, genau. Die hatten auch fast 200.000, die haben 40.000, die haben 15.000. Ey, das ist ja lame hier unten. Sollen wir mehr machen? So. Hier kommt das ja auch langsam so in Fahrt. Ist auch mal ganz nett, was man jetzt machen könnte. Ah. Zack. Kloppen wir doch hier mal im Bahnhof rein. Ja, machen wir doch hier erstmal so wunderschöne Ausfahrt und Einfahrt, ne? Da
wieso kann man keine Tunnel bis jetzt bauen? Das ist so eine Frage, Alter. Da fragt man sich, wieso nicht? Also sogar SimCity hat das irgendwann hinbekommen, dass da das Tunnel gab. Dann gehen wir noch einen Ducken zurück. Bald eine Mod. Ja, irgendeiner hatte gestern Abend noch gesagt, BZW heute Nacht, dass es ein Free-DLC geben wird, wo Tunnel angeblich reinkommen. Offiziell von den Entwicklern. Auch heftig. Also als Free-DLC finde ich das schon eine coole Sache dann. Dass es dann sowas geben soll, wird. Ja, aber das muss man ja eigentlich nicht als DLC mit reinmachen. Das kann man auch normal ins Spiel als Update mit reinbringen. Ja, wahrscheinlich, dass die Leute das selber an- und ausschalten können irgendwie. Weil einen anderen Sinn hat ja eigentlich gar kein DLC. Und den Status zu präsentieren. Und für die Leute, die ETS noch spielen, ETS, also wie heißt die Firma nochmal? Rondo Media hat endlich ihren Trailer zu Skandinavien Update rausgehauen. Also für alle Leute, die sich da in Apple und ein Ei freuen, ihr könnt euch den jetzt anschauen. Ich habe ihn mir angeschaut und ich fand ihn gar nicht so prickelnd. Ich fand ihn eher enttäuschend, langweilig. So, dann machen wir da halt so einen komischen Schlenker, macht ja auch nichts. Hauptsache, wir kommen hier erstmal auf die andere Seite. Ja, Max, Dani hat schon 600 Abos. 606 sind's, genau. Also vorhin gewesen, bevor ich den Stream gestartet habe. Guck mal. Dir wird das erst später angezeigt, weil du nicht Inhaber bist. Ich guck trotzdem. Hab das auch schon rausgekriegt, dass das irgendwie mit 3 oder 4 Stunden Verzögerung teils eingetragen wird. Also. Gar nichts. So, dann trennen wir halt da nochmal den Weg auf. Genau wie dann. Hier. Machen wir da halt nochmal 9. Geht ja auch irgendwie nochmal. Wir verlieren gerade Leute. Was? So, das kann erstmal nochmal weg. Ja, bei mir sind es gerade 608. Oh, dann kamen doch ein paar Abonnenten dazu. Alter, ich will ein gerades Stück. Wieso macht der denn... Wieso kann ich denn hier kein gerades Stück bauen? Ich kann kein gerades Stück mehr bauen. Hä? Das geht noch. Wieso kann ich das denn bei den Bäumen nicht? Jetzt wie bei den Straßen. Ich kann nur noch Kurven bauen. Wie geil ist das denn? Steigung zu hoch. Höhe zu hoch. Wieso kann eine Höhe zu hoch sein von etwas, was ich erst bauen will? Okay, ich frage, glaube ich, erst gar nicht. So, kann ich jetzt bitte... Wieso geht denn das nicht? So ein Scheißdreck hier. So. So. Dann haben wir das auch irgendwie erstmal. Jetzt habe ich, glaube ich, die Hochspannungsleitung abgerissen. Genau. So, wie schön die Sachen auch alle miteinander harmonieren. Das ist wunderbar. Könnte man das modden mit Turm bauen? Ich habe keine Ahnung. So, da wir da einen Bahnhof haben, bauen wir dann hier auch nochmal einen Güterbahnhof. Wird sich eigentlich anbieten, den Güterbahnhof noch mal hier hinten rein zu kloppen, oder? Ah, ich weiß noch nicht ganz. Aber abgeneigt wäre ich nicht. Muss ich sagen. So.
dann drehen wir die einfach wieder um. Dann staunen die sich hier hoffentlich nicht, wenn wir hier einen Bahnhof reinsetzen, einen Güterbahnhof. So, ein Güterport. Güterport. Ja. Dann bauen wir hier einfach jetzt auch noch eine Verbindung rein. Oh, das ist ja hier wirklich schon hier vorne. So. 608 Abos haben lang genug gedauert. Wenn ich sehe, wie schnell manche Leute an ihre Abos kommen und wie schnell ich an meine Abos gekommen bin, gibt es da schöne Unterschiede, Alter. Einige ja, arbeiten auf Vierer. Manchen denkt man, die mehr kaufen Abos die. Als du, dass sie es irgendwie nicht verdient haben. Zwerg! Also alle Leute, die was wissen... Ist das gegen den, oder? Ich mag seine Art nicht. Entschuldigung. Aber ist ja meine offene Meinung. Und einige ja. wissen das auch. Vor allem seine Art so. Dann denke ich mir auch so, der hat überhaupt keinen Plan von dem Spiel gehabt zum Anfang und versucht das einfach irgendwie. Obwohl er gesagt hat, ja, er kennt sich so gut aus und bla. Also... Naja. Da weiß man nicht ganz. Und so, du auch nicht. Bert mag ihn auch nicht. Ah, gut. Jetzt kommt das Geheimnis, was hier drin ist. Das ist so eine Riesenbox. Und drinne sind, ihr seht es vielleicht so halb. Ich sollte es vielleicht mal vors Mikrofon halten, dann seht ihr noch mehr. Drin sind... Haferflockenkekse. Also, eine ganze Packung Haferflockenkekse. Da werde ich ja direkt richtig neidisch. Wieso? Ach, nur so. Ach so, dazu kommt dann noch was. Ein Wix. ja, ein Wix in der Sechserpackung. Bombe. Dazu kommen dann noch Mini-Schokoküsse. Auch Bombe. Also. Letztens noch die Schokoküsse. Ja. Ich meinte Süßwaren mit Migrationshintergrund. Oder so. Kekswichsen. Nein, Mr. Fierce, 250 Abos. Soll ich mal sagen, wie lang ich für 250 Abos gebraucht habe? Das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Hehehe. Analytics. Die kriegt ihr aber nicht zu sehen. So, 250 Abonnenten hatte ich nach. Also diesen Monat sind es weniger geworden. Sehe ich jetzt schon. So, ab Anfang an. Wir machen von... Alter, wann habe ich denn angefangen? 21. Ach scheiße, darf ich jetzt lange zurückblättern, glaube ich 2012 oder sowas. Gucken wir mal. Also bis jetzt hätte ich angeblich fast 800 Abonnenten gehabt. Und 250, wann haben wir so 250 Abonnenten? Muss ich erstmal einen Zeitregler verschieben. Da habe ich 79. Da habe ich 101, 250, ne? Ach du Kacke, wie weit darf ich denn da zurückscrollen? Also ich habe den ersten Abonnenten gehabt ab dem... Keine Ahnung, irgendwie... Da hinten habe ich angefangen. Oh Gott. Der Schieberegler, ey. So. Ich sag mal 260 Abonnenten. Der aktuelle Zeitraum liegt zwischen dem Start meines Kanals am 21.12.2012 und dem, wartet, 4. Februar 2015. Da hätte ich erst meine 250 Abonnenten.
Februar 2015, 4. Februar. Das heißt, also Anfang Februar hatte ich meine 250 Abonnenten voll. Jetzt müsst ihr euch durchrechnen, ich habe jetzt 608 Abonnenten. Wie viele Abonnenten ich dazu bekommen habe? In den letzten 28 Tagen waren es 150. Meine beste Zahl waren 212. So. Ja, Train Fever war so der Punkt, der am meisten geholfen hat. Jetzt ist es im Moment City Skylines. Aber City Skylines, ja, ist halt so leider mit ein paar Problemen verbunden, die morgen dann auch aufgezählt werden. Alle Leute, die es jetzt wissen wollen, können es auch gerne hören. Oder wissen dann auch, wieso meine Stimme in City Skylines ab und zu mal so richtig derbe abschmiert oder kraxelig oder sonst was wird. Ich weiß nicht, wie ihr das beschrieben haben wollt. Scheiße. Ja, oder scheiße. Das liegt daran, ich kann alleine City Skylines nur per Fenstermodus also aufnehmen oder streamen. Ihr seht das hier auch, wartet. Wenn ich hier nämlich, ich kann ja mal runterscrollen, ihr seht das. Hier, wenn ich jetzt das Ganze umschalte auf Game-Aufnahme, so City Skylines, und das dann anschalte, seht ihr schwarz. Das würde ein bisschen Last abnehmen. Mit Open Broadcaster zieht das eh immer extrem viel Leistung. Also Open Broadcaster nie zum Aufnehmen von CPU-lastigen Spielen verwenden, wie jetzt in dem Fall City Skylines. Das zieht nämlich richtig Performance. Also bei mir zieht das im Moment 60-70% CPU-Auslastung. Also auf langsam Laufen nochmal zieht das bei mir, wenn ich nichts mache, auf dritter Stufe 100%. Also es ist echt krass. Ich bräuchte eine höhere, also stärkere CPU, damit ich ruckelfrei und ohne Stimmverzerrung, weil sobald meine CPU-Auslastung auf 100 geht, Action vernachlässigt wird von der Aufnahmequalität. Deswegen das Rauschen entsteht, bräuchte ich halt eine neue CPU. Die CPU kostet aber alleine 320 Euro und hätte dann ungefähr doppelt so viel Leistung wie meine aktuelle. Plus dann eine neue Kühlung, die auch nochmal um die 100 Euro kostet. Also 400 Euro nur für eine neue CPU, die habe ich nicht einfach mal so. Das heißt, ihr müsst leider damit Vorlieb nehmen. So, was schreibt mir da? Was ist mit YouTube Money? Ja, ich lache. Was schreibt ihr da? Ja, das ist dann natürlich echt krass, Mr. Fierce. Aber ich habe halt angefangen mit Minecraft, Minecraft Speed Builds. Dadurch kamen dann 87 Abonnenten bis Anfang von Train Fever. Und bei Train Fever ging es dann halt erst richtig los. Also, es liegt wirklich an Train Fever und jetzt auch hauptsächlich mit an den ganzen Streams, dass die Leute halt auf mich stoßen. Wenn ich jetzt zum Beispiel City Skylines spiele, fällt das dann echt auf. So. GTA 5 weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es mein Rechner packen würde. Also Grafik und RAM-mäßig auf jeden Fall. Oder angeblich würde ich es schaffen. CPU-Last muss ich gucken, wie stark die benutzt wird, weil ich habe nur 3 und 4 Kerner. Und das wird dann halt ziemlich eng, wie jetzt hier zum Beispiel in City Skylines. Ihr seht das ab und zu mal so ruckeln. Dass das, wenn ich rüberlade, es ruckelt. Obwohl die Grafikeinstellungen hoch sind oder wenn ich es runterstelle, macht das eh nichts aus. Arbeite für deine 600 Abonnenten, Mr. Fierce. Arbeite. Ich habe schon 2 Jahre und 4 Monate investiert auf YouTube und habe erst 608 Abonnenten. Jetzt überleg dir mal, Unge, der hat seinen Kanal aufgegeben und neu aufgemacht, hatte innerhalb von 1,5 Monaten über 1 Million Abonnenten. Jetzt überleg. Buja! Richtig unfair. Ja, richtig, richtig unfair. Obwohl die alten Kanäle existieren ja eigentlich noch. Das finde ich noch besser. Also. Ja, nee, das sage ich jetzt nicht. Aber echt? Nee, das glaube ich dir nicht. Jetzt muss ich auf YouTube mal nebenbei gucken. So. Mr. Fierce 2, da haben wir ihn doch. Der hat 836 Videos, der hat sogar mehr Videos als ich.
Ja, City Skylines hat da nicht so viele Aufrufe. Dafür aber in Projekt Aura, kenne ich nicht. Also, ich schaue mir mal seine Playlists an, was er so hat. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Er hat Aura gespielt. Er hat Amox Asleep gespielt, City Skylines, Diablo 3, Together Speedrun. Counter-Strike, irgendwas, Stranded Deep, The Ender Scrolls 5, Craft of World, also er hat mehr gespielt als ich. Ich habe, glaube ich, irgendwas mit 600, ein paar zerquetschte Videos. Was, du siehst, was? Unge geht bei euch auf das Essen in der Mensa, krass, Alter. Bert, ich meckere nur über meine CPU. Am liebsten würde ich mir gleich den Komplettrechner kaufen. Der kostet aber nach Wunschvorstellungen abgespeckt, also nach den abgespeckten Wunschvorstellungen, 2.500 Euro. Da habe ich dann aber auch einen 12-Kern-Prozessor statt einen 4-Kern-Prozessor und eine 980-Grafikkarte mit 32 GB RAM, einer 250 GB SSD und 5 TB Speicher. Also, so. Naja, ich habe ja noch... Ich habe auch lange Zeit, ich habe glaube ein Wie lange waren das? Habe ich ein Vierteljahre Pause mal gemacht gehabt, aber nur ab und zu ein paar Videos hochgeladen? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, Bert war... Nee, nicht den abgespeckten, Max. Den abgespeckten hat keiner gesehen. Den habe ich nämlich ohne Stream gemacht. Den kann ich euch ja eigentlich auch mal zeigen. Also ihr könnt sogar eigentlich auf das Dokument zugreifen, weil das freigestellt ist. Ich muss nur den Link posten. Aufgabe Ludwig ist es nicht. Ich glaube, YouTube war das. Wartet mal, ich muss gucken. Genau, unbekannte Tabelle. Ich sage euch auch gleich, wie viel der Rechner wirklich gekostet hat. Ja, gut, das ist sehr schön. 2.200 Euro. So, ich gebe euch die Sachen frei, dann könnt ihr euch die Sachen selber anschauen. Dani zockt PC, ne, Wunsch-PC schreiben wir einfach mal. Wunsch-PC. So, speichern. Freigegebener Link dürft ihr sehen. Klar sollt ihr das sehen. So. So. Fertig. Also ihr könnt euch das jetzt angucken. Eine Spitzmaus ist dabei. Ein Narwal ist dabei. Ein anonymer Orang-Utan ist dabei. Ey, Google, ihr seid die Besten, Alter. Ein Donald Duck namens Max ist dabei. Also echt Bombe. Okay, der Prozessor kostet sogar 350 Euro. Ich verbessere. Entschuldigung. So. Was treibt ihr dann noch? Also ich habe die meisten Videos zu Train Fever gemacht, danach zu ETS 2 mit irgendwie 80 oder 90 Videos. Train Fever dürfte jetzt ungefähr 100, 130, 140 Videos in 5 Seasons haben? Ich weiß es gar nicht. Und ja, also 600 irgendwas Videos, also kommen da schon mal echt gut zusammen. Und die meisten Klicks hatte ich auf Tipps und Tricks in LS15, ohne Scheiß. Das ist das Geilste, was ankommt. Also wenn ihr irgendwas machen willst, Tipps und Tricks zu nichts. Bringt immer was. Ja, die Industrie hat sich ja mal ausgebaut. Hightech-Industrie. Das sieht mal cool aus. Ich hatte hier auch noch irgendwo einen Ikea mir runtergeladen als Mod neulich. Das ist ein Hotel. Kann man denn? Ja, genau, hier ist ein Ikea. Wir gucken uns jetzt mal Ikea an. Ikea kommt jetzt auch in die Region. Ikea sagt guten Tag. So. Mahlzeit, Ikea ist da. Ihr dürft einkaufen gehen.
Wenn ich so überlege von meinem aktuellen PC Max, im Gegensatz habe ich ungefähr nur 1,5 bezahlt. Also 1500 Euro. Nicht so 2000 Euro. Da gibt es dann doch schon so kleine Preisdifferenzen, aber okay. So, das sieht scheiße aus. Dann reißen wir das nochmal ab. Dann bleibt das so. Genau, IKEA sollte jetzt ja auch Besucher anlocken, weil IKEA draufsteht und Solarpanels oben drauf hat. Das sieht wirklich wie ein IKEA aus. Da gibt's den. Das ist eine Voltex, du, die hier vorne drauf geknallt hat. Das ist kein Gelb. Ich bin im Gebäude drinne. Die Seiten hat er auch nicht so perfekt gemacht. Das ist hier echt eine Voltextur. Und von unten kann man reingucken. Was für eine Verarschung ist das denn? Man kann von unten in das Gebäude reingucken. Ja, ich will nicht in die Autobahn gucken. Wo ist denn das Gebäude jetzt da hinten? Aber dafür hat er ja wenigstens einen Notausstieg mit dran gebaut. Der eine zu grobe Textur hat. Sehr schön gemacht. Glückwunsch, Herr. Ich mach das mal. Nee, auf Alternate gucke ich nicht gleich nochmal. Also Max, der Wunsch-PC ist in der abgespeckten Version nur so teuer, weil der richtige, der kostet alleine mit Mainboard, einem 12-Kern-Prozessor, 32 GB RAM und, also Mainboard, CPU, RAM und einer Kühlung kostet das Ding 1800 Euro. Nur das ohne Festplatten, Gehäuse, Grafikkarte. Genau. Dazu fehlt dann auch noch die Software wieder. Also ist es alles Bombe. Wer den PC hat, wir können es ja mal machen. Jeder Abonnent spendet 4 Euro, dann kaufen wir uns mal einen neuen PC und dann verschenke ich meinen alten. Das wäre die Idee. Bombe, wa? Das wäre eigentlich die Idee. Glücksspiel. Rasko? Was ist denn das Glücksspiel? Ich ja, verschenke was. Wenn ich das Geld habe. Ja, du musst ja einen aussuchen, an dem du es verschenkst. Nein, ich lose aus. Ja, siehst du, Glücksspiel. Oder so ähnlich. Warte. Kleingeld, bitte Kleingeld. Nein, ich bettel nicht um Geld. Kannst ja zu DSDS oder so gehen und da vielleicht Geld gewinnen oder so. Ich mach's einfach wie den ganzen beim Bachelor und geh da hin, nur weil ich 100.000 Euro kriege. Ja! Ja. Ich verkauf mich nicht für Geld. Schade. So. Rasko? Was? Also das nehme ich jetzt ernst? Ja. Schade, Alter. Ja, schade, habe ich damals auch gesagt. Als ich dich als Abonnenten dazu bekam, aber waren doch jetzt froh, dass es dich gibt. Na gut, denn die abonniere ich dich jetzt. Nee, es wird mir dann ja angezeigt, wenn du mich wieder abonniert hast. Also. Ja, okay, verdammt. Es gibt doch schon längst eine Call-Funktion für WhatsApp, dankeschön. Dschungelcamp auf Twitch, nee, danke. Chaos LG. Geh mal auf YouTube und such mal Twitch Donations. Top Twitch Donations. Da, Alter, da habe ich eine gesehen. Das war irgendwie so mit 10 Top Donations von Twitch. Die hat 10.000 US-Dollar bekommen, weil der Kerl, von dem sie das bekommen hat, einen Tag vorher sie gehackt hatte und somit den Twitch-Stream lahmgelegt hat von ihr. 10.000 US-Dollar. Du musst davon abrechnen, ein Drittel geht weg. Ungefähr. Das heißt, ungefähr 6.500 Euro bleiben für sie über. Von... Ja, so ein bisschen ist das schon eine ganz schöne Ecke, oder? Also, wir verlieren Leute. Das ist nicht gut. Wo verlieren wir Leute? Wir verlieren doch hier keine Leute.
Wieso ziehen hier Leute die ganze Zeit aus? Ich verstehe es nicht. Also was da in den Twitch-Donations eingeht, ist wirklich gezahlt worden. Also wenn mir jetzt einer spendet, dann ist das auch, sobald du nämlich die Nachricht kriegst, ist das wirklich als Echtgeld übersendet worden. Dreimal drei Kacheln sind das. Und davon sind vielleicht 5 oder sowas voll bislang. Zusammengerechnet. Also das ist der größte Distrikt, den wir hier haben. Und das ist der schönste. Genau, da haben wir. Ups. Ihr braucht nur Tab drücken, wenn ihr diesen Kameramodus habt, dann seid ihr nämlich im Boden. Das ist sehr gut. So. Ja, das Schönste, weil hier eine schöne Auf- und Abfahrt ist und das sieht echt gut aus. Den neuen Mod. Der eine hat 400 Euro für einen Stuhl bekommen. Okay, das ist auch mal krass. Mr. Fierce sagt, das sieht nach mehr aus. Enrico sagt, können wir den neuen Mod mal ausprobieren? Da Vampire Diaries gleich schauen muss. Das können wir. Vorher mache ich noch eine Sache, und zwar das. Halt hier aus, dann staunen die sich nicht mehr. So hoffe ich jedenfalls. So. Ja, dann speichern wir das Ganze unter Stream. Stream als Cloud verwenden. Stream als ohne Cloud verwenden. Hört sich auch ein bisschen an. Also das Schlimmste an diesem Spiel ist, glaube ich, das mit dem Müll. Nee, das finde ich angeht. Du musst dir die Recyclingzentren holen. Die machen keine Verschmutzung. Okay. Die sind echt gut. Nicht mehr. So, jetzt lassen wir kurz updaten. Synchronisation läuft. Dann machen wir erstmal Spiel starten. Das heißt jetzt, bei euch dauert wieder einen Moment, weil er sich das erst runterladen muss. So. Wir können uns ja mal zusammen Top Twitch Donations angucken. Das wäre eigentlich mal die Sache. YouTube.de. Wie meinst du das, Mr. Fierce, wenn die keinen Dreck machen? Okay, das Spiel startet. Gardarul sagen würde, dann hast du ja einen kleinen Schniepel. Ja. Gardarul hat Wetten nicht mehr. Haha. Ne. So, wir laden das Spiel schon mal im Hintergrund für die Map. Und dann schauen wir uns mal gleich Top Twitch Donations an. Weil es gibt da echt hammer krasse Sachen, was man da so teils sieht. Und damit der Sound auch ausbleibt. Es ist mir aufgefallen, wenn du einfach Escape Mode drückst, also ins Menü willst, in dieses kleine, hört dann auch die Musik auf seit neuestem. Das ist richtig gut. Ja. Krass. Achso, dass wenn Gebäude keine Verschmutzung war. Also Max, ich bekomme, wenn ich 1 Euro gespendet würde, bekommen nur 66 Cent. Minus 1 Cent an Twitch Alerts. Weil die das Ganze machen. Abzocke. Bert. Okay.
Ich danke dir. Ich bin jetzt einfach sprachlos fürs Erste. Man redet gerade drüber, ne? Und du guckst dann dahin und siehst es im Stream. Ich dachte mir eben so, was? Hallo Bernhard. Ach du Kacke. Danke dir, Bert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ohne Scheiß. Ich bin sprachlos. Das erlebt man auch nicht so oft. Das ist echt krass. Das ist echt krass, Alter. Und ich will nicht Steuerung T, ich möchte Steuerung A. Twitch Alerts wollte ich eigentlich. Twitch Alerts da. Das ist echt mal krass. Ach du Kacke. Ja, das sind 10 Euro, die er gespendet hat. Ich sag euch jetzt mal wirklich, wie viel überbleibt. Ich gehe jetzt mal in PayPal rein. Seht ihr nicht, aus Sicherheitsgründen mit. Und dann sage ich euch mal, wie viel überbleibt von dem, was er ja, gespendet hat. Doch, 9,46 Euro bleiben über. Da hat noch ein... Ach nee, Bernhard ist following. Ich wollte gerade sagen, da hat einer gespendet, weil sich das fast genauso anhört. Der Bert heißt sogar anders, so weiß ich jetzt. Oh, Max hat 5 Euro donated. Welcher Max? Ist das der Max, den ich jetzt kenne? Oder was ist jetzt los? Also, Maxi Mausi, Max 95. Ach du Kacke, was geht denn heute ab? Wollen hier alle einen Test machen oder wie? Das ist echt derbe krass. Ja, bald ja, das ist mein Max, den ich kenne. Danke dir, Max, kriegst du wieder. Ey, ich guck hier so rein, so. Mhm. Okay, Twitch Alerts bekommt 10%. Nee, 1% von dem, was man gespendet bekommt. Jetzt weiß ich das. Ach du Kacke, Alter. Ich kann das gar nicht fassen immer. Jens sagt Döner. Ja, Döner macht schöner, ne Jens? Okay, wir kommen jetzt aber von dem ab, was wir eigentlich machen wollten. Top Donations von Dings angucken. Oder Twitch Top Donations. Ja, gucken wir einfach mal. Genau, das Video. Das ist echt krass. Wir gucken das mal. So, ihr solltet es sehen. Okay, jetzt achtet immer oben teils drauf. Ich versuche das nochmal größer zu machen, damit ihr noch so ein bisschen mehr erkennt. Hold on, Donation. Give me a second, man. I'm finally doing good. Oh! Klar, das muss auch so ein geiles Gefühl sein, wenn dir da irgendjemand einfach 600 Euro spendet. Vor allem seine Reaktion. Ja gut, das kann ich jetzt nicht hören, aber... Wenn das wirklich als so ein Fake bekannt ist, ist das aber trotzdem schon krass. Damn, that's a lot of money, man. And I just started, dude. Dankeschön, Bernhard. Wir zocken eigentlich City Skylines, aber irgendwie sind wir auf Twitch Donations gekommen, weil wir über meinen Rechner geredet haben und vorher über anderes geredet haben. Squishy Meat, welcome to the sub team, man. Thank you so much for subbing. I hope you enjoy your stay, dude. Thank you so much, bro. Can I get a warm welcome for Squishy, guys? And M. Man, I did not expect to look over. You messed up my surf, by the way. That was a really good run. Fuck, dude. Thank you so much, man. That's insane. That's like a lot of YouTubers. I've heard. Danke dir, like, Bert, nochmal. Just not wear pants when they're like filming like Q&A. Das ist auch krass.
Das ist einfach so derbe krass, was man sich da anschaut. Ich mach mal kurz den Frame dazu aus. Beziehungsweise kann ich auch einfach den Let's Play Vlog anmachen. Dann seht ihr meine Kamera kurz nicht. Aber dann seht ihr wenigstens hier das Ganze. Das ist einfach richtig krass gewesen. Vor allem, wie lange sie auch nicht sagt. Ja. Das ist derbe krass. Und du musst dir mal vorstellen, du bekommst $7,000. Was würdest du damit machen? Weiß nicht. Verkaufen. 7000 nee, fucking nicht. Dollar. Die fängt an zu weinen, glaube ich, gleich sogar. Aber ich wüsste auch nicht, was ich da sagen sollte. Ich glaube, die fängt wirklich an zu weinen. Ihr seht Gott sei Dank gerade nicht, wie ich hier mich feier, wie die anfängt zu weinen. Aber ich wüsste auch nicht die Reaktion, wie ich darauf reagieren würde. Ich habe ja schon auf 10 Euro eben schon krass reagiert. Ja. Max, wenn die Spende kommt von $7,000 Euro, dann weiß ich nicht, was ich sage. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, I'm not gonna be sick. Warum setzt sie sich auf den Boden? Ist der Stuhl unbequem? Die ist fassungslos. Hold on, I have it. Oh my, I got a donation from. Okay, die kenne ich aber auch nicht. I'm high. I haven't clicked it yet. We don't know how much it's gonna be. Whoa, man. Dude, are you guys excited? Oh man. I have a bunch of. I was tied with Wreckful, but now it's gone. Ah, oh, danke dir, Jens. Everyone guess. Everyone guess. A guess? I haven't clicked it. I have no idea. Everyone thinks $1. Nah, I'm gonna guess 21k, man. 21k? It's just like $1 more than you got. 21,000 in one fucking dollar. Like, that is the worst. Everyone said $1. Komm, klick drauf. Ich möchte auch mal sehen. I'm gonna click it. 5, 4, 3, 2, 1. This is actually, like, I'm actually excited. $10,000. Fuck you. $10,000. Fuck you. Was? For not You're getting so mad at my yesterday troll, blah blah blah, you are a good player, slap soda please. And watch him refund every bit of money he's ever given to me. Holy shit, dude, oh, I can't believe that. What the fuck is this number? Look at this number, man. I almost didn't stream today. Screen region it in, man. Alter, das ist eine Zahl. See that number. Okay, look. Boah, Alter, ihr müsst euch mal ans Herz fassen, wenn ihr das hört. Das ist echt krass. Chaos LG hat den Stuhl, der 400 Euro kostet da. Ach so, diesen, ja, den benutzt, glaube ich, mittlerweile jeder Hardcore-Gamer. Sucht die. Also. Die letzte Spende fand ich schon echt krass. Die kannte ich selber noch nicht. Wollen wir uns noch mal eine angucken oder wollen wir...